Hallo und herzlich willkommen nach der kleinen Let's Play Pause für, oder was heißt für, sagen wir mal, willkommen bei Far Cry. Oh, warte mal. Irgendwie ist das Bild bei mir ein bisschen komisch. Na, nichtsdestotrotz, ach ja, okay, gut, jetzt weiß ich ja warum. So, willkommen und guten Abend zu Far Cry 4. Habe ich 3 gesagt? Nein, 4. Zu Far Cry 4. Nach einem kleinen Päuschen sind wir wieder dabei bei unserem schönen, alles beliebten Stream hier auf twitch.tv. Ja. Der Sendeplan, den diktiere ich euch jetzt einmal, damit ihr wisst, was Sache ist. Es hat sich zwar nicht viel verändert, aber ich gehe mit euch nochmal durch. Der da wäre, Zeiten gibt's nicht. Also das heißt, ich habe jetzt nicht so stehen, dass um 18 Uhr das ist, 18 Uhr oder 16 Uhr oder was weiß ich nie was, sondern es kommt halt spontan, aber es kommt an diesem Tag. Und zwar, da haben wir am Montag Let's Play Tomb Raider. Am Mittwoch Let's Play Far Cry 4. Heute, wie ihr seht, morgen am Donnerstag gibt es Let's Play Tales from the Borderlands. Da die erste Episode durch ist und die ich jetzt bald dieses Wochenende noch bei YouTube hochladen werde, lässt die zweite Episode noch auf sich warten, da werde ich mir was überlegen. Freitag bleibt es bei Let's Play Alien Isolation, Samstag dann Let's Play Dungeon of the Endless. Da habe ich Facecamming geschrieben, weil nur da ich am PC spiele, sozusagen. Tomb Raider zwar auch, aber da nützt es nichts mit Facecam irgendwie. Naja, da ist mehr so Story behaftet. Und Dungeon of the Endless, das kann man so nebenbei so ein bisschen mit Facecam chatten und so. Sonntag, Evolve. Dann so ein bisschen Evakuierungs-Action. Oder online und auch offline, je nachdem. So, und jetzt geht's auch los. So, wir haben, letzte Mal waren wir auf der Jagd und haben einiges aufgestockt. Unter anderem unseren Beutel, unsere Geldbörse und. Das heißt, jetzt können wir erstmal richtig loslegen erstmal. Dass wir, oh Moment mal. Munition habe ich. Beziehungsweise nicht genug Geld, aber habe ich geholt wahrscheinlich. So. Guten Abend, der dazugekommen ist. So, da wir jetzt ordentlich was haben, werden wir jetzt ein paar Missionen machen. Wohin muss ich denn? Warte mal. Zum L muss ich. Zu Longinus. Dann wollen wir da hin. So, per Schnellverfahren geht's dann mal ab, runter. So, ab ins Auto. Und los geht's. Blöd ist, die Steuerung ist echt ein bisschen blöd gemacht. Die hätten auf R2, dass du Gas geben kannst und dann halt wie bei Drive Club oder sonstigen Rennspielen. Ja, hier musst du halt auf dem linken Stick lenken und bremsen und Gas geben. Also alles in allem. Vielleicht kann man das ja noch umstellen. Da muss ich mal gucken. Ich meine, echt schlimm, Leute, wirklich schlimm. Die Kinder, die in Shirtfabriken in China schuften. Ihr habt echt Besseres verdient.
Aber was soll man machen? Sollen die Arbeiter sagen, oh, Entschuldigung, Madame, aber mein Helm entspricht nicht den Sicherheitsstandards. Entschuldigung, grausame Frau mit der Knarre an meinem Kopf, aber dieser Presslufthammer entspricht nicht den Vorschriften. Ja, viel Glück dabei. Radiomoderator ist auch echt geil, ne? So, wollen wir hier mal parken mitten in der Prärie? Was gibt's denn da schon wieder zu schießen? Oh, guck mal, können wir gleich was abstauben. Ach, hier wird geübt. Was ist das? Mein Bethaus. Selbst die will ich zu meinen heiligen Berge bringen. Was? Selbst die will ich zu meinem heiligen Berge bringen. Ach so. Und will sie erfreuen mit meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinen Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Meine Türen stehen immer offen und alle Kinder des Herrn sind eingeladen, mich beim goldenen Pfad-Trainingslager zu besuchen. Longinus. Ja. Alter, müssen die nicht irgendwann mal Munition wechseln? Ah, endlich. Wollte gerade mal sagen, ey, die ballern 20.000 Schüsse drauf, ohne mal die Munition zu wechseln. Geil. Die Waffe möchte ich haben, bitte, ja. Willkommen. Ich bin Longinus. Und du? Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe. Als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würdet ihr wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19,11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist vom Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieg. Bleibt weg! Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Ja, der ist nicht gerade ein bisschen verrückt, oder? Natürlich nicht, also, heute verrückt, ich bin verrückt, hallo? Ach du Scheiße.
Scheiße. Ich muss nach Banapur zurück. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat Ishwari dich nicht hierher zurückgeschickt. Alter, da geht's aber schon richtig zur Sache, ey. Scheiße, noch 4 Minuten 50. Schaffen wir. 200 Meter noch. Ich wollte jetzt nicht anhalten und die kaputt schießen. Hätte ich tun können, aber wollte ich jetzt nicht. So. Okay, da ist es. Jetzt aber. So, vorsichtig annähern, weil wer weiß, was da... Was hat der uns denn für eine Waffe gegeben? Och nö. Jetzt habe ich die Scorpion als Waffe oder was? Ja gut, okay, kann nichts machen. Ich bin hier, Saba. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Ich bin unter... Ne, das sind Kollegen von mir. Oh! Guten Abend, Leute! Bleib mir vom Leib! Da ist noch einer. Alter! What? Pumpgun, Alter! Oh, Scheiße, Alter, was? Granate! Feuergranate, Pumpgun, ey, aber sonst geht's euch doch gut, oder was? Ja, verzieh dich. Oh, Leute, wo ist der? Da. Wo bist du? Komm raus. Komm raus. Ich hab dich gesehen. Gucken, vielleicht gibt es hier Munition, die man einsammeln kann. Ich hätte mir Heilung vorher mitnehmen sollen. What? Was war das? Sind die da? Im Haus, ne? Da sind die. Ja, töte keine unschuldigen Zivilisten. Rennen mir einfach mal. Ist ja mal gar nicht übertrieben hier, Alter. Das finde ich ja extrem nice, ey. Wenn du keine Zivilisten töten sollst, weißt du, aber die rennen dir voll ins Kreuz, in Schussrichtung rein. Da kannst du auch sehr viel machen bei.
Bam! Kopfschuss. So, wo ist der nächste? Der nächste dahinter. Der ist oben. Da kommen nur welche. Nee, den du suche ich nicht. Der ist mir ein bisschen zu. Kopfschuss. Ich heile mich erstmal. Ist besser. Da kommt ein Hubschrauber. Da kommen viele Leute. Oh Gott, kommt Pagan Min jetzt? Wenn ja, ist das echt scheiße. Scheiße. Ah, Munition. Oh, scheiße. Die Kavallerie kommt. Fuck. Da ist der Hubschrauber. Oh, einfach ist es nicht. Wo ist der? Da unten ist er. Ist das hier? Auch Munition? Kann ich nicht nehmen. Da vorne alle. Kollege erstmal treffen musste. So, der brennt. Erstmal nachladen. Wo ist der nächste? Ist der da? Da ist er. Jawoll. Wow. Oh, oh, oh. Explodierende Fässer. Scheiße. Ich glaube, ich hab's geschafft. Okay, irgendwie müssen wir da reinkommen. Oh, scheiße. Vater, Vater, wo bist du? Hier oben ist sie nicht. Da. Das arme Mädchen. Wird sie es überleben? Na, ich glaube schon. Wir hören jetzt ab nach draußen. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen. Das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zaballe, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk, okay? Danke. Alles wird gut. Das ist also der Preis für AJs Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm.
Zurück zum Absender. Mission beendet. Boah, Gott. Ja. Jetzt geht schon langsam, aber sicher wird's ernst. Das heißt, wir hauen nicht mehr so auf. Bruder, wir müssen reden. Sabal, was gibt es? Ich werde in Banapur gebraucht. Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber Amita sagte... Der Außenposten ist wichtig. Aber das Leben der Geiseln sollte höchste Priorität haben. Das Volk von Kyra ist auf den Schutz des Goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder. Ja, rette die Geiseln. Das tun wir auch. Beziehungsweise das müssen wir. So, auf geht's. Geiseln retten. So, dann wollen wir mal leise agieren oder gucken, beziehungsweise wo die ganzen Gegner denn sind oder stehen. Okay, da ist eine Geisel. Da ist nur ein, der das bewacht. Da ist noch einer. Er sieht uns nicht. Er da hinten sieht uns auch nicht. Okay, gucken wir mal weiter. Da ist noch einer. Der ist ein bisschen anders. Der hat einen Blitz. Das heißt, Blitz. Ist ein Verfolger. Okay, normal. Und das ist ein Verfolger. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts, was uns betrifft. Dann gehen wir mal hoch und machen den platt.
Zum Glück hat er uns noch nicht gesehen. Wenn es sei denn, wenn er jetzt auf uns... Ah, ist da oben noch einer? Scheiße, scheiße, scheiße. Der haut ab, der geht nach dahin. Der Feind ist hier! Hier! Du hast schon verloren! Jetzt wird dein Blut fließen! Fuck, Alter! Fuck! Hätte der sich nicht umgedreht? Kennen wir ja. Läuft nicht immer so, wie wir das gerne haben wollen. Warum auch? Wäre es zu schön, um wahr zu sein. Bis auf Weiteres geschlossen. Okay. Ach, Mann. Jetzt gehen wir das Ganze mal von der anderen Seite an. So, gucken wir mal. Jetzt aber. Zwei Gefangene haben wir, drei da oben. Und da oben sind auch nochmal zwei. Den irgendwie. Warte mal, wenn er sich. So, jetzt. Okay, hier ist keiner drin. Da ist noch einer. Und da oben sind noch zwei. Och Mann, ich könnte kotzen. Ach, ey.
Weißt du, wo ich auf dem PC das angespielt habe? Da funktioniert es reibungslos, ey. Aber mache ich es hier einmal während des Streams, ey, geht's voll in die Hose. Sowas hasse ich. Und das nervt gerade, weil das einfach so piss einfach ist. So. Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar. Es ist doch nicht zu fassen, ey. Wie können die den denn da oben sehen? Ach, ey, es ist doch zum Kotzen. Zum Kotzen. Alter. Ich wollte jetzt eigentlich weiter sein. Ey, ist doch scheiße. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Es ist zum Kotzen. Du machst auf einer anderen Konsole, ja, machst das, gehst da locker durch, machst das und dies und das und kämpfst dich da durch und einfach so locker. Und dann machst du das nochmal und dann geht alles schief, dann einfach schief geht.
Ach, super. Kotzen! Geht er in die Richtung? Er geht in die Richtung. Das ist schon mal super. Ja, so. Wenigstens ist er jetzt schon mal an einem Ort hier, an einer Position, wo andere nicht sehen können. Warte mal. Ist er da oben? Ja, ne? Nee, da. Ja, links ist nur einer. So. Lass mal den zu taken, aber dann sieht der andere. Muss ich gucken, dass ich von der anderen Seite da hochkomme. Weil der sieht mich da oben. Scheiße, da oben steht auch noch einer. Ja, danke. Habe ich eine Geisel getötet. Yay. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater alle Ehre. Oh, genau, das war sein. Egal, scheiß drauf. Habe ich zwei Geiseln gerettet. Um deinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem Kram. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Sieh nur, was du bisher schon erreicht hast. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Aber wenn du dem goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Wir finden es gemeinsam. Danke, Sabal. AJ, hier ist Amita. Ich weiß, dass...
Fähigkeiten. So, was nehmen wir denn? Lernen. Beim Spritten nachladen, ja. Sabal so. Uns beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Wovor denn beschützen? De Pleur. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit De Pleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Ja, dann wollen wir mal zum Außenposten fahren. Zum Glück habe ich ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe ja erst das Spiel, ich habe ja erst das Spiel nicht gestreamt, weil ich das selber spielen wollte. Und habe ja schon die Geiseln gerettet. Also einen Erfolg habe ich dafür schon alles eingesammelt. AJ? AJ? Ja? Alles gut. Ich wollte nur sehen, ob du mir zuhörst. Ja. Meine Pflicht ist erfüllt. Geht doch. Weg damit. Nein. So. Ah. Keine Sorge. Komm mir gut klar. Und ja, ich bin ein bisschen so. Wenn ich was abschließe, dann muss es entweder immer auf hohem Niveau gut ausgehen und perfekt sein und dies und das. Jeder kennt das Gefühl, weißt du, machst eine Mission oder machst ein Rennen, ja, und hast nur Silber oder nur ein paar Sachen und möchtest unbedingt auf hohem Niveau fertig kriegen. Ja, gut, mir ist es inzwischen, ist es mir jetzt auch egal. Hauptsache, ich schaffe die Missionen. Weil die Sachen kann man ja hinterher alle noch alles nachmachen. Oh, scheiße. Ich glaube, das war keine gute Idee, das mit dem Außenposten direkt voll reinfahren. Naja. Oh, jetzt dreht gerade ein Elefant durch. Okay. Geil. Wenn die Leute schießen, dann mag das so ein Elefant, glaube ich, nicht so wirklich. Oha, ich würde einen Elefanten nicht böse machen. Alte Scheiße. Ja, und so habe ich den Außenposten befreit. Mit einem Elefanten. Geil, ich hab den Elefant erstmal aufgeschreckt, die erstmal gegengeschossen und ja. Erst die Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ, aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke, ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es, Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen.
Wir haben den Norden vor Jahren an Paganmin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gale kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganmin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begannen. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Und damit haben wir Akt 1 beendet. Wir werden natürlich noch auf den riesigen Bergen da oben rumfliegen. Jetzt kann ich einen Koop-Modus spielen. Okay. So. Wir werden da oben auf den Bergen, werden wir auch noch was zu tun haben. So ein bisschen auch noch ein schneebedeckter Dings. Paragliding machen. Ach hier, Paragliding. Wie heißt das noch? Basejump ein bisschen vom Berg runter und dann fliegen. Alles das soll hier gehen. Ach ja. Ja, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, sonst hätte ich noch ein paar Missionen weitergemacht. Weil jetzt auch schon wieder der Stream vorbei ist. Akt 1 ist vorbei, Stream ist vorbei. Und wir hören uns mit dem zweiten Akt nächste Woche Mittwoch wieder. Oder was heißt nächste Woche? Warte mal, morgen? Ach, warte mal, ich hab mal Bock. Ich sag mal so, morgen ist ja eh kein Borderlands, weil die zweite Folge noch nicht draußen ist. Morgen, oder? Warte mal, ich hab da noch andere Spiele im Petto. Nee, wisst ihr was? Ich mache morgen noch eine Folge Far Cry 4. Damit das nicht so kurz war, heute hau ich morgen nochmal eine extra Folge rein. Und dann geht's nächste Woche Mittwoch weiter. Ja gut, dann sag ich mal bis morgen. Nachmittag so ungefähr werde ich den Stream einschalten. Ihr seht's ja, wenn ihr mir folgt, dann bekommt ihr eine E-Mail. Oder auf Twitter oder auf Facebook. Unten stehen die Links. Euch einen schönen Abend noch. Und ja, morgen geht dann wieder die Arbeit los, ne? Weil ich habe jetzt bis Mittwoch frei gehabt. Und mal gucken. Ansonsten, ja, bis morgen. Ciao, ciao.